Gut, dann machen wir jetzt mal weiter im Programm. Und zwar haben wir jetzt was ganz Besonderes für euch. Einmal eine Frage in die Runde. Wer hier ist Webentwickler? Einfach mal Hand hoch. Ja, schon eine Menge dabei. Ihr habt heute gewonnen, denn es wird gleich ein Job, der für euch sehr interessant sein könnte, vorgestellt. Nämlich haben Heike und Benedikt von der Agentur Unterschied und Macher. Die suchen nämlich genau nach euch, nach Webentwicklern und stellen jetzt mal den Job des Montags in der Webentwicklung hier bei uns vor und sagen euch, worauf es bei Ihnen ankommt in der Webentwicklung. Auf geht's. Hallo. Ja, hallo. Wir haben jetzt, ich glaube, 3 Minuten Zeit, euch kurz was über unsere Unterschiede und Macher zu erzählen und warum es bestimmt ganz arg toll ist, bei uns zu arbeiten. Genau, Heike und Benedikt, wir sind 2 der Gründer von der Unterschied und Macher. Unsere Firma hatte gestern ihren 3. Geburtstag, das heißt, wir sind noch ein relativ junges Unternehmen. Wir haben momentan 10 Mitarbeiter und sitzen direkt neben dem Frankfurter Hauptbahnhof, also auch von Darmstadt heraus ganz hervorragend zu erreichen. Die Unterschied und Macher ist ganz überraschend, weswegen wir auf dem Webmontag sind, eine Digitalagentur. Wir sind, wie wahrscheinlich alle Gründer, ganz, ganz fest davon überzeugt, dass wir mit unserer Firma was ganz Besonderes für den Markt geschaffen haben, was sonst noch keine andere Digitalagentur zu bieten hat, weswegen wir natürlich auch ein ganz toller anderer Arbeitgeber sind. Wir sind entstanden eben vor 3 Jahren. Wir Gründer kommen allesamt aus großen Online-Agenturen, haben da also das Handwerkszeug, das es ja auch in dem Webleben braucht, gelernt. Haben dort gelernt, wie man große, komplexe Projekte ordentlich gegen die Wand fährt. Wir haben aber auch gelernt, wie man die großen, komplexen Projekte richtig gut macht. Was wir aber eben auch mitbekommen haben in großen Agenturen ist, dass man ein Stück weit eine Abteilung denkt, dass die Designer einen Designer-Job machen, die Webentwickler einen Webentwickler-Job. Was wir aber mit der Unterschied und Macher machen wollten, ist Digitalprojekte wirklich in gemeinsamen Teams von verschiedenen Disziplinen. Deswegen haben wir gesagt, raus aus der großen Agentur, was Kleines Eigenes gründen, mit dem Ziel, dass bei uns die Disziplinen Konzept, Design, Implementierung, die es einfach für geile Webprojekte braucht, wirklich eine gemeinsame Zusammenarbeitskultur entwickeln. Das heißt, bei uns sitzt der Konzepte wirklich neben dem Entwickler und wir bauen trotzdem große Lösungen für Unternehmen wie eine DZ-Bank, eine Postbank, aber auch Henkel, also aus großen Industriekundenumfeldern, machen da aber ganz spannende Projekte, weil wir beispielsweise den Startup-Gedanken, also so Lean-Startup-Methoden, in unsere Projekte mit reinbringen und da im Prinzip als ein kleines Corporate-Startup eben als Agentur für Unternehmen agieren und dort innovative Lösungen an den Markt bringen. Der Benedikt darf jetzt noch kurz die Chance nutzen, warum es denn dann für einen Entwickler bitte bei uns spannend ist. Wir suchen im Moment vor allem Frontend-Entwickler oder Entwicklerinnen, gerne auch Full-Stack-Java-Entwickler. Wir arbeiten mit Less und Sass, mit jQuery und Angular und das Ganze wird dann gebaut mit Grunt, aber auch mal mit Maven. Unabhängig davon, ob ihr jetzt gerade Studienabgänger seid und auf der Suche nach einem Job seid oder ob ihr schon ein paar Jahre Erfahrungen habt und gerne mal in einem kleinen Team eng zusammenarbeiten wollt und wirklich auch mal einen Unterschied machen wollt, sprecht uns an, wir sind noch eine Zeit lang da oder guckt auf unsere Homepage, die steht auf diesen schwarzen Karten drauf. Da sind dann auch noch ein paar andere Stellen, Angebote. Guckt es euch einfach mal an, sagt uns Bescheid, ob euch das interessiert. Auch Teilzeit. Teilzeit. Genau, wir haben selbstverständlich auch Agenturhund und Kicker, was ja auch ganz, ganz wichtig ist. Sogar 2 Agenturhunde. Und Kaffee. Und Kaffee. Auch Kekse. Und Bier und Sekt. Dankeschön. Ja, danke für den Job des Montags. Der Job des Montags ist übrigens eine regelmäßige Einrichtung. Falls ihr also den nächsten Webmontag mit einem Job des Montags unterstützen mögt, dann meldet euch.